Hallo zusammen, ich heiße Doris Waradin. Ich bin Lernende im ersten Lehrjahr bei der Firma Nussbaum in Trimbach. Und heute zeige ich euch etwas von meinem Berufsalltag. Hier seht ihr mich gerade an einer CNC-Fräsmaschine, wo ich gerade ein Teil als Übung fertige. Der Unterschied zwischen CNC und einer konventionellen ist, dass man eine CNC-Maschine programmieren kann und alles automatisch abläuft, wogegen man bei einer konventionellen alles von Hand einstellen muss. Das Coole bei der Nussbaum ist, dass ich als Produktionsmechaniker 1:1 gleiche lehre wie ein Polymechaniker. Das heisst, ich kann von einer viel umfangreicheren Lehre profitieren. Und das hilft mir auch bei den Abschlussprüfungen. Als Produktionsmechaniker hat man im zweiten Lehrjahr eine Teilprüfung vor sich, wo man im Drehen, Fräsen und in der Handarbeit geprüft wird. Das Resultat der Teilprüfung zählt dann schlussendlich für die Abschlussprüfung. Natürlich ist in meinem Beruf nicht alles maschinell und automatisch. Das heisst, man muss auch von Hand anpacken. Zudem muss man körperlich fit sein und genau arbeiten. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick vom Berufsalltag eines Produktionsmechanikers bei der Firma Nussbaum bekommen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch jetzt.